So, hier demonstriere ich mal, wie man Buchweizennudeln macht. Man kann es auch auf Getreidenudeln oder Kichererbsennudeln, also Hülsenfruchtnudeln anwenden. Dann hat man einen Schritt weniger, beziehungsweise zwei Schritte sogar weniger, weil den Buchweizen weiche ich für eine Stunde ein, weil er extrem schleimbildend ist. Und das Wasser, das Schleimwasser gieße ich dann halt ab und dann packe ich es einfach in den Mixer, das Eingeweichte. Erstmal eigentlich ohne alles. Obwohl man kann auch schon ein bisschen Salz hinzugeben und vielleicht einen Schuss Olivenöl oder Kokosöl. Und dann lässt man einfach durchmixen, dann hat man den Teig schon fast fertig. Also man kann noch Flohsamenschalen hinbeigeben. Beziehungsweise die kommen auf jeden Fall rein, aber die kann man glaube ich auch vorher schon direkt in den Mixer reingeben, sodass man einfach nur mixen muss, dann ist der Teig fertig. Ich gebe 2% der gesamten Masse an Flohsamenschalen rein oder halt so ein bisschen nach Gefühl. Dann, ja, das ersetzt gut das fehlende Gluten, was das Buchweizen nicht hat, dann wird das ein guter Teig. Dann rollen wir ihn einfach aus und schneiden oder, ja, stechen unsere Nudeln, so wie wir halt die Form haben wollen. Geben das in heißes Wasser und fertig ist der, nicht Salat, sondern sind die Nudeln. Ja, ich schalte einfach mal den Mixer ein. Ich gebe jetzt die restlichen Zutaten noch nicht rein, einfach, kann ich auch nachher machen. Genau, also beim Mixen, wenn man halt keinen Mixer hat mit so einem Stabeinsatz, dann muss man, dann mache ich hier halt oben auf und nehme, was nehme ich denn? Ich hatte hier mal ein Bambusmesserchen und gehe dann an den, schiebe das immer so ein bisschen rein. Man sollte natürlich nicht die in die Klinge reinkommen. Das mache ich jetzt mal so ein bisschen, weil ich keinen Hochleistungsmixer habe und da kann ich besser, wenn ich nicht bei filme. So, sieht das nicht toll aus? Also ich, das ist richtig, ich finde das richtig schön, das ist auch richtig fest jetzt. Wenn ich reindrücke, sieht man auch, wie das halt drin bleibt und wenn ich halt reindrücke, sieht man vielleicht ein bisschen, wie fest das ist. Also die Flohsamenschalen, die wirken wunderbar, noch ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und es riecht auch wunderbar. Auch so frisch und so unschuldig irgendwie, so rein. Weil es halt kein Getreide ist. So, und dann nehme ich halt so eine ausgemehlte Fläche, wobei das jetzt ziemlich grobes Mehl ist, habe ich gesehen. Ich versuche es jetzt trotzdem. Dann rolle ich es aus und dann können wir Nudeln schneiden. Ich habe jetzt zwar eher Bock auf eine Pfannpizza, aber ich kann die Nudeln dann ja wieder zusammenkneten. Ich zeige das aber trotzdem, wie ich dann die Nudeln schneide. Also man sieht hier schon die groben Stellen von dem groben Mehl, aber es hat trotzdem funktioniert, dass man das gut ausrollen konnte. Das sollte relativ dünn sein, der Teig. Oder ihr wollt dicke Nudeln, so Schupfnudeln oder so, dann ist natürlich der Teig jetzt zu dünn. Ich mache jetzt einfach Bandnudeln. Und mit einer Hand ist schlecht, aber ich steche die halt einfach so ein bisschen aus. Und dann habe ich eine weitere lange Bandnudel. Das war jetzt ein bisschen scheiße mit einer Hand, weil ich auch hier so ein Teller steht und mich hier drauf. Naja, auf jeden Fall mache ich das so die ganze Zeit und werfe die einfach in heißes Wasser. Und dann sind die auch schon fertig nach ein paar Minuten. So, das sind dann mal die Nudeln. Und die sehen wie Nudeln aus, fühlen sich wie Nudeln an, riechen wie Nudeln und schmecken wahrscheinlich auch sehr gut. Hab's jetzt noch nicht probiert. Also ihr könnt das Ganze halt auch mit normalem Getreide machen. Dann braucht ihr keine Flohsamenschalen. Man braucht noch nicht mal frisches Getreide nehmen. Der Vorteil ist, wenn man es frisch im Mixer vermahlt, das Getreide, dass bei der Indust also bei den, nein, Quatsch, ich vermische gerade zwei Dinge. Also Getreide, also Mehl, ist immer ranzig, weil es durch Licht- und Luftkontakt einfach ranzig wird. Und es hat halt nicht mehr diese Schutzschicht vom ganzen Korn, weil es aufgeschlossen ist durch das Vermahlen. Das heißt, das Frischmehl, das verhindert halt das, dass es ranzig ist, dass es dann nicht mehr so giftig. Und Nudeln selbst machen hat auch noch den Vorteil, dass bei der industriellen Nudelherstellung hoch erhitzt wird, dadurch Acrylamid entsteht, was auch giftig ist. Und ist natürlich ungefähr doppelt bis dreifach so günstig. Also ein Buchweizen, wenn man jetzt Buchweizennudeln kauft, kauft man pro 250 Gramm Packung 3,50. Und ein Kilo Buchweizen Bio im DM kostet 4 Euro.
Das heißt, es kostet 1 Euro auf 250 Gramm, das sind dreieinhalb mal so günstig. Und ja, aber man kann es halt wie gesagt auch mit Dinkel machen. Zur Not kann man halt auch das Mehl selber nehmen, wenn man das nicht schafft, das kurz in den Mixer zu schmeißen für eine Minute, um dann frisches Mehl zu haben. Ja, und ein anderer Tipp wäre, also den Buchweizen vor einer Stunde einweichen, damit er an Schleim deutlich verliert, und dann abkühlen lassen am besten, also auch normale Nudeln, weil die dann ja, ein Teil der Stärke sich in eine resistente Stärke umwandelt und das ist dann nicht mehr schleimbildend. Und optimal wäre es mit ungefähr 2% Kokosöl oder zur Not auch Olivenöl, das Ganze, oder in Kokosfett, das Ganze vermischen und dann 12 Stunden abkühlen lassen. Es wurde von Chemikern letztes Jahr herausgefunden, dass dann bis zu 60% der Stärke in resistente Stärke umgewandelt wird, die dann wie Ballaststoffe halt fungieren. Ist dann deutlich weniger schleimbildend. Aber meistens habe ich da auch keinen Bock drauf, einfach weil ich gerade gar keine Lust auf Nudeln habe oder irgendwas gekochtes zu essen. Werde ich das dann machen, werde das abkühlen lassen, und wenn ich dann immer noch keine Lust drauf habe, dann werde ich es einfach meinen Eltern geben. Ja, das waren so die Tipps. Also selbst Getreide selbst vermahlen, einfach kurz in den Mixer werfen. Dann halt ein bisschen Wasser rein, oder wenn man es vorher eingeweicht hat, braucht man halt kein Wasser. Ein bisschen Salz vielleicht, Kräutersalz, ein bisschen Olivenöl vielleicht oder Kokosöl. Ja. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Ich kann mal so ein Ding hier nehmen. Also noch wirklich fest. Jo. Bis dann. Ciao.